Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich mit euch heute was testen. Ich zeige euch gleich sofort, um welches Produkt es sich handelt. Ich war nämlich heute Morgen im Lidl und ich hatte sowieso schon vor ein paar Tagen was gesehen, was dort im Angebot sein wird. Und ich habe es gekauft und möchte das mit euch testen. Und zwar handelt es sich um dieses Pinselset von Mio Marais Profi Kosmetik Pinselset aus dem Lidl. Dieses hat sage und schreibe 7,99 Euro gekostet und ich finde vom Preis ist das wirklich nicht zu viel, denn es ist ein 11-teiliges Set. Ich hoffe, wir können damit ein Full-Face-Make-up schminken. Also ich habe jetzt alle Produkte auch schon hier liegen, was ich damit machen möchte. Ich benutze einfach heute meine Favoriten, die ich euch im letzten Video, im letzten Monatsfavoriten-Video gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und erstmal packen wir das Ganze aus. Das ist immer so viel. Das kommt in so einem richtig schönen lilanen Etui. Es gab noch mehrere Farben. Einmal in schwarz und einmal in beige. Also vielleicht habt ihr ja Glück und ihr bekommt noch eins im Lidl. Also wie gesagt, für 7,99 Euro kann man auch ganz gut verschenken, finde ich. Und ich mache das Ganze hier an den Seiten einmal auf und dann gucken und lachen einem schon die Pinsel an. Die sind nochmal extra eingepackt und ich würde sagen, was ich gut finde, dass die nicht einzeln eingepackt sind, denn die sind einmal nochmal eingepackt. So sehen die aus. Ich muss sagen, relativ groß auch, also sehr handlich. Oh nein, Mutterweich, aber ich auch noch. Ich habe mir jetzt direkt schon den Concealer-Pinsel geschnappt und ja, ich werde jetzt erstmal unter meinen Augen etwas abdecken. Und dazu nehme ich einfach die Camouflage Cream von Catrice einfach schnell. Also das geht schon mal ganz gut. Die sind auch sehr stabil, muss ich sagen. Also ich bin mal gespannt, wenn ich die das erste Mal mit wasche. Also das klappt schon mal ganz gut. Ich glaube, bei einem Concealer-Pinsel kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Also gefällt mir schon mal ganz gut. Dann haben wir hier auch einen Foundation-Pinsel drin, auch mega weich, also muss ich echt sagen. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich jetzt gerade mitgekriegt, dass ich kein Primer aufgetragen habe. Dazu benutze ich einfach meine Astor Perfect Stay Foundation 24 Stunden, denn da ist schon ein Primer mit drin. Und ich bin echt gespannt, wie der Pinsel das Make-up jetzt verteilt. Also ich gehe jetzt einfach mit dem Pinsel direkt ein bisschen rein und ja, nimmt auf jeden Fall schon mal Produkt auf. Mal gucken, ob der auch sehr viel aufsaugt. Das ist immer bei mir so ein Kriterium. Ja, so ein bisschen, ne? Also das... Also man braucht sehr viel Produkt, um das damit zu verteilen. Das finde ich jetzt natürlich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Concealer habe ich schon gemacht. Ich habe heute den Perfect Stay Concealer von Astor verwendet mit Primer drinnen. Und natürlich habe ich auch meinen Concealer gesettet mit dem Catrice Nude Illusion Loose
Translucent Puder. Jetzt hätten wir noch die Foundation. Ich gucke jetzt mal gerade, ob hier... Ja, hier ist ein Puderpinsel bei. Oh, sehr schön weich. Also ist ein bisschen klein, aber wir gucken mal. Klein ist ja manchmal auch fein. Und ich denke eher, dass das eher auch zum Setten für den Concealer gut geeignet gewesen wäre. Aber ich versuche jetzt erstmal mein Foundation. Aber wie gesagt, die sind, ich finde, der ist ein bisschen klein dafür. Aber ich sage jetzt mal, vielleicht ist er auch ganz gut geeignet, um Rouge oder Bronze aufzutragen. Das werden wir natürlich auch noch testen. Also wie gesagt, das ist etwas klein dafür. Haaren überhaupt nicht, also das finde ich schon mal, die stinken auch nicht so nach neu. Ich habe jetzt hier noch einen Pinsel gefunden, das ist eigentlich ein Rouge-Pinsel. Aber da er so abgeschrägt ist, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der zum Konturieren auch perfekt ist. Das werden wir jetzt testen und dazu nehme ich einfach meine Justa Contour Palette. Das ist die Perfect 2 und dort nehme ich jetzt einfach mal diesen dunklen Ton und konturiere damit. Also Produkt nimmt er auch auf jeden Fall schon mal auf. Ich werde das ein bisschen abklopfen. Ja, aber ich finde, dass vielleicht muss ich diese Pinsel auch wieder einmal waschen, bevor die erst wirklich gut funktionieren. Das hat bei den anderen Pinseln letztens auch geklappt. Da habe ich die gewaschen und danach haben die besser funktioniert. Also es kann auch sein, dass es halt an diesem Pigment liegt, damit die halt immer... ich weiß nicht, wie man das nennt, da ist so ein Pigment drauf, wenn die neu sind. Und das kann halt auch dazu führen, dass die nicht so das erste Mal so funktionieren, wie sie sollten. Gefällt mir schon sehr gut. Also wie gesagt, die sind etwas klein, aber ich finde den zum Konturieren, den Pinsel, mega gut. Also das, da könnte ich mich echt dran gewöhnen mit diesem. Natürlich verwende ich auch noch den, ich habe jetzt keinen anderen Bronzerpinsel gefunden, aber ich nehme jetzt nochmal den gleichen Pinsel, den ich vorhin zum Abpudern benutzt habe. Nehme ich jetzt auch nochmal den, aus der gleichen Palette den Bronzer und gehe noch mal über meine Kontur und lasse die so ein bisschen weicher wirken und das funktioniert auch relativ okay. Also man kommt ganz gut über die Stellen, wo man drüber gehen möchte. Ich versuche euch natürlich das Pinselset auf jeden Fall auch noch mal in die Infobox zu verlinken, denn ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man den auch online bekommt. Falls ihr vielleicht Pech habt und den im Laden nicht mehr ergattern könnt, das Pinselset, dann habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit, über Lidl auf der Lidl Online-Seite an das Produkt noch anzukommen. Ganz gut, also gefällt bisher. Sie sind jetzt nicht bombastisch, aber auch nicht wirklich schlecht. Also ich sage jetzt mal, ich finde die in Ordnung. Also man kann mitarbeiten, so ist es nicht. Jetzt kommen wir zum... Jetzt möchte ich noch so ein bisschen Rouge auftragen. Da benutze ich jetzt einfach den anderen Puderpinsel, der auch da drin war. Der ist auch ganz, ganz minimal abgeschrägt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man damit auch ganz gut den Rouge auftragen kann. Gehe ich jetzt einfach mal rein. Und... das hier so ein bisschen. Finde ich auch ganz gut als Geschenk. Ja, das klappt ganz gut. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, denn einen Highlighter-Pinsel gibt es hier auch nicht drin. Ich werde jetzt einfach den letzten Pinsel, den ich jetzt gerade verwendet habe, ein bisschen sauber machen. Und werde den jetzt einfach nochmal als Highlighter-Pinsel verwenden.
gehe jetzt einfach in die U-Star-Palette nochmal rein, denn hier ist auch noch ein toller Highlighter. Der ist auch perfekt für den Alltag. Und dann nehme ich einfach den Pinsel, gehe rein und dann drücke ich diesen Pinsel so ein bisschen so dass er halt flach ist. Und dann ziehe ich mir hier so einen Highlighter, das geht auch so. Das geht auch. Also es funktioniert. Jetzt geht es weiter mit meinen Augenbrauen. Ich werde die jetzt einfach so ein bisschen erstmal schon mal nachzeichnen. Das mache ich jetzt erstmal eben schnell ohne euch. Auch noch ein schicker Augenbrauenpinsel drin. Den werde ich jetzt zum Setten meiner Augenbrauen einmal verwenden. Ich nehme hier heute die NYX Eyeshadow Cake Puder. In der Farbe Blond. Das ist das Schätzchen. Da gehe ich jetzt erstmal in das Helle rein. Und gebe das hier drüber. Oh, also präzise kann man schon mal damit gut arbeiten. Also das gefällt mir schon mal ganz gut. So, dann gehe ich noch mal in das Dunkle. Weil ich mag das so gerne, wenn das Äußere hier so ein bisschen dunkler ist. Also das funktioniert, finde ich, schon mal ganz okay. Jetzt haben wir Augen-Make-up soweit fertig. Jetzt fehlt noch ein bisschen Lippenstift. Ich werde jetzt erstmal einen Lip Liner verwenden. Das ist einmal von Essence Satin Maui. So, und dann nehme ich einen Lippenstift. Das ist einmal den von Loveful in der Farbe Nummer 350 Sydney. Das ist hier so ein wunderschönes Pink, würde ich sagen. Und normalerweise nehme ich den Lippenstift, aber da ich diesen Lippenpinsel auch noch ausprobieren möchte, werde ich das heute mal mit einem Lippenpinsel auftragen. Also der Lippenpinsel nimmt schon mal ganz gut Produkt auf und dann also das funktioniert auch, das funktioniert ganz gut. Was ich gerade noch festgestellt habe, der ist so ein bisschen abgeschrägt, dieser Lippenpinsel. Also kann man ihn auch ganz gut zum Umrunden nehmen. So, im Großen und Ganzen bin ich relativ okay mit überrascht. Also ein Augen-Make-up kriegt man damit nicht hin, sage ich ganz ehrlich. Aber jetzt so ein Foundation ist auch nicht so, ist auch nicht so mein Ding mit diesem Pinsel, aber ich sage jetzt mal Kontur und der andere. Genau. Um sein Gesicht zu konturieren, zum Highlighten und zum Bronzen und so weiter und so fort, kann man das Pinselset auf jeden Fall zu benutzen. Aber wie gesagt, zum Augen-Make-up nicht. Der Concealer-Pinsel ist auch noch in Ordnung. Der Lippenpinsel ist auch, finde ich auch, kann man benutzen. Ich sage jetzt mal, also auch wenn man jetzt Anfänger ist, finde ich das okay. Wie gesagt, es kostet halt nur 7,99 €. Da kann man eigentlich auch nicht wirklich was für erwarten. Aber ich wollte mit euch heute unbedingt diese Pinsel testen, deswegen habe ich dies auch gemacht. Und bevor ich euch jetzt aus diesem Video entlasse, werden wir natürlich noch das dritte Türchen vom Adventskalender öffnen und das machen wir jetzt direkt. Es ist ein... was ist das überhaupt? Ich gehe davon aus, dass das ein Highlighter-Stick ist. Das nennt sich Dream Brightening Booster von Maybelline 01 Blondes. Ich kann kein Französisch. Ah, genau, hier unten steht, es ist tatsächlich ein Highlighter-Stick. Geil, einfach nur mega toll. Freue ich mich sehr drüber. Ich habe zwar schon Highlighter-Sticks, die nicht so für mich funktioniert haben, aber vielleicht funktioniert er ja.
Jetzt entlasse ich euch aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ihr dürft mich auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Es ist eine freiwillige Sache und absolut kostenlos. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis bald!